Seid gegrüßt zu Resident Evil 6, noch im Auswahlmenü für Gegenstände bzw. Fähigkeiten. Und ich würde einfach sagen, machen wir jetzt mal weiter, verlassen es und schauen uns die nächste Cutscene an mit Helena, Leon und dem guten Simmons. Den Drahtzieher und Übeltäter in Resident Evil 6. Ah, Zombies sind extrem feuerempfindlich. Ja, habe ich gemerkt. Feuergranate tut's gut. Ich hätte gern mehr davon. Aber leider geht's nicht. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Dafür wird er bezahlen. Das wird ja immer besser und besser. Ja, kommt gut. Freue mich. Von einer Scheiße in die nächste. Super. Na gut. Aber klagen bringt nichts. Wir können jetzt nur noch unsere Unschuld beweisen. Und das am besten ziemlich schnell. So, wo lang geht's? Da geht's lang. Aber hier haben wir jetzt nichts mehr Besonderes, glaube ich. Nein. Also, geht's da lang. Bin nur mal gespannt. Wir haben ja noch den Riemen von Ada. Der wird uns natürlich sehr nützlich sein. Das wird natürlich wie immer für ein Rätsel da sein. Geile Mechanismus. Hebel ziehen, Feuer an. Nice. Hätte ich auch gern. Nur ohne Feuer. Obwohl, gibt's ja. Lichtschalter. Ha! Schlechter Witz, ich weiß. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Das macht uns wohl offiziell zu Partnern, ob es uns gefällt oder nicht. Es ist okay, wenn Sie mir helfen, Simmons zu schnappen. Gehört das alles Simmons? Mit diesem Labor direkt über unseren Köpfen würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Wow, diese Gruft gehört ihm auch? Wir trauen? Das ist wirklich keine einfache Frage. Eine Vorgeschichte, was? Ja, und das eine große. Aber ich finde es hier gerade so ein bisschen beängstigend. Wenn das hier alles Simmons gehört, wird er schon einige hier mumifiziert haben. Beziehungsweise die Familie. Oder soll das eine Familiengruft sein? Ah, eine ganze Menge. Na gut. Geil. Alter, wie geschmacksvoll. Nett. Familiengrüfte. Oder so. Keine Ahnung. Oh, da haben wir was ganz Besonderes. Ja, das machen wir schon, Leon. Keine Panik. Nice. Fähigkeitspunkte. Das ist gut. Was nicht gut ist, dieses Schluchzen. Und dieses Wimmern und Jammern und... Das ist unschön. Hier aber nichts. Da war leider auch nichts. Aber nicht viel. Aber da war was. Also, auf ein neues. Na komm! Ah, eine Waffe. Ich werd bekloppt. Hier unten. Die Klapperschlange.
Schön, ein Maschinengewehrchen. Geil, mit Bajonett. Nice. Gefällt mir schon. Und geiler Name. Klapperschlange. Aber das behalte ich als Notlösung. Wollen wir nicht direkt alles verballern? Was? Hä? Oh, das ist reizend. Ganz genau. Was soll ich jetzt machen? Ah, alles klar. Oh, das war jetzt aber ganz schön nah. Okay. So. Und zack. Ich hätte beten sollen, als wir noch in der Kathedrale waren. Zurück. Zurück. Elena, zieh Leine. So, der Rest. Ja. Da komm. Ist doch jetzt scheiße. Zieh Leine. Der Zombie jetzt. Gib mir ja nie am Keks. Was ist mit dir? Ach komm, das war jetzt ein guter Treffer. Nein, das ist wieder so ein Mutierter, ne? So ein Lickervieh. Moment, ja. Jump an mir vorbei. Oh. Und rutsch. Oh, schnell durch. Schnell durch. Ja, der wird erwischt. Oh, nee, warte, Momentchen, also. Das will ich noch haben. Die Punkte. Nee, die vergebe ich nicht hier. Nö. Aber gut. Aber geschafft. Und schnell weg hier. Meine Herren. Nette Spielzeuge hat das Simmons hier. Nett. Ich fand das schon witzig. Ha, werde ich ja jetzt drüber lachen. Und tschüss. Und nü? Also da gehen wir nicht lang. Oder spielen Sie gerne mit dem Feuer? Los, finden wir einen anderen Weg. Gefunden. Heil ich bitte. Ich glaube, da kommen schon nächsten Gäste. Dafür rüste ich jetzt sofort mein Schrotgewehr aus. Wo kommen sie? Die werden nicht durch das Feuer marschieren. Der Dynamit! Bam! War klar. Elena, ich würde es begrüßen, wenn du dich ein bisschen beeilen würdest. Du wirst gerade lustig werden. Elena. Alles klar. Da leuchtet es grün. Nichts zu bedeuten. Okay. Ist das auch ein Schatz wie bei Resi 4? Nein, gut. Ich war mir nicht mehr sicher. So. Zack. Detonator. Ach, dafür ist das Grüne. Geil. Oh, dabei bei uns. Ach so. Das Feuer hier. Das heißt, wenn irgendwelche Zombie-Fatzen kommen würden, dann wird es hier richtig heiß. Aber jetzt brauche ich nicht. Kommt ja keiner. Gut. Dann das hier. Da steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Verwandtschaft? Simmons Stammbaum? Ich habe keine Beweise dabei. Sie etwa? Nein, ich habe nichts. Ob hier irgendwas Brauchbares herumliegt? Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Sie gab Ihnen einen Ring? Ja, das ist der Ring von Simmons Familie. So, guck mal, passt doch. Bing. Super, mit Zeitabfolge. Ich kann mir schon denken, was passiert. Lass was mal. Überleben Sie den Angriff der Zombies.
Kommt, kommt. 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 Ich mach euch fertig. Es wird heiß. Noch heißer. Oh. Mensch, an eurer Stelle möchte ich nicht sein. Erwischt. Den erwischen wir aber nicht, oder was? So. Meine Fresse. Dann muss ich das aushalten. Lange genug. Ich krieg langsam einen Krampf am Arm. Menschenkinder. Nee, erzähl mir jetzt keinen. Du musst zurechtkommen. Sind die denn alle durchgekommen? Ich werd gekloppt. Oh, eine Fresse. Oh, jetzt habe ich Spray benutzt. Umsonst. So eine Scheiße. Ah, Mist, ey. Die elenden Viecher. So, jetzt habe ich ein Spray benutzt. Ich werde bekloppt. Oh, du hast einen Dynamit. Oh. Oh, hey, du Witzka. Oh, Mist. Oh, komm jetzt. Unpassend, unpassend. Lass heiß werden, lass heiß werden. Oh, Gott sei Dank. Da läuft nur einer durch. Dem macht die Hitze nicht viel aus. Das ist dieser linker Verschnitt. Ja, kein Wunder. Den linker haben wir aufgehalten. Aber den anderen, das wird nichts. Ja. Komm. Ich muss helfen. Oh, das wird nichts. So, du Scheißviech. Komm her. Nö, das gibt's hier nicht. Vielen Dank. Komm her. Oh. Ah, was? Jetzt habe ich's probiert und es klappt nicht. Muss ich weiter weg? Nee. So. Eben noch was einiges mitnehmen. Ah, kotzt mich das an, dass ich da aus Versehen ein Spray genommen habe. Ich werd bekloppt. So, Elena! Okay. Gib Gummi! Langsam wird's hier bunt. Anscheinend holen wir uns nasse Füße. Das Wasser macht mir keine Sorgen. Naja, vor allem das Geile ist, erkundigen Sie die Katakomben. Erkundigen möchte ich ihn nicht. Ich möchte einfach nur weg. Oh, ich sollte mal Sackbill nehmen. Was habe ich denn jetzt hier? Ach, kotzt mich das an mit dem Spray. Also jetzt schöne vier Stück. Vorsicht, ich werde nicht allein. Verarsche mich jetzt nicht. Ein Riesenfisch? Hier drinne? Ich werde bekloppt. Na gut, ich meine, Leon hatte auch mal mit einem Riesenkrokodil zu tun. Wäre zu schön, wenn irgendwas mal von warmem Wasser überflutet wäre. Oh ja. Würde ich auch begrüßen. Warmes Wasser. Eieiei. Jetzt muss ich mich hier noch durchkloppen hier. Ich werd bekloppt. Hier was? Nö. Aber einen Krug haben wir, glaube ich, hier. Ja, haben wir. So. Munition finde ich super. Haben wir eigentlich Munition mal für den Maschinengewehr? Hammer! Schön. Kleines bisschen, wenigstens etwas. Aber ich denke, das wird nicht ausreichen, wenn hier eine richtige Schlacht kommen sollte. Oh, vor allem, mir macht die Panik mit dem Riesenguppi. Was? Ach so, ich muss Helena wieder. Roger. Mach du mal. Und hopp. Ich glaube, du musst nur das Tor aufmachen, dann würde es klappen. Und wenn, bitte mach schnell, ich kriege ein bisschen Panik. Ich will ja nicht stressen, ne? Aber könntest du dich ein bisschen beeilen? Scheiße. Wow,
Au, Scheiße, ich hab's gerade gesehen. Ich hab gerade gesehen, da kam was. Angeschwommen. Weg mit dir. Nicht schon wieder. Ich krieg zu viel. Zieh Leine. Meine Fresse. Boah, wieder Pillen. Kommt da wieder was? Nee, es sind nur Wassertropfen. Weiter drehen, es funktioniert. Ah, super. Helena! Was ein Scheiß! Leon! Meine Fresse! Helena! Geht's Ihnen gut? Ja. Sieht das so aus? Ich gebe Ihnen Deckung so gut ich kann. Zieh weiter! Komm, lauf! Dann schaffst du schon. So, jetzt muss ich auch hier schnell weg. Sonst krieg ich hier die Hucke voll. Munition lasse ich hier nicht liegen. Da bin ich noch mit. Was ist denn hier für ein Zombie? Okay. Bleib doch mal so ruhig, dass ich dich am Kopf erwischen kann. So. Ah, Mist, ich muss hier helfen. So geht das nicht weiter. Ja, Kopf. Hast du zersplattet? Dickerviech hat sie erledigt oder ist er hier irgendwo im Wasser gelandet? Der ist im Wasser. Ja, jetzt ist er platt. Super gemacht. Hast du aber eigentlich ganz alleine gemacht? Leon, los! Ohne meine Hilfe. Leon, ich komme nicht durch. Ja, ich. Geht es von Ihrer Seite aus? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Moment, ich sehe nach. Stress mich nicht. Ich glaube, gleich kommt einer. Ich habe dazu im Gefühl. Bitteschön. Kommen Sie jetzt durch? Ach, Scheiße. Ja, es geht. Ach, Scheiße. Komm. Im Ernst jetzt. Nee, jetzt mache ich die Richtung, Leon. Und. So. Der da gefällt mir nicht. Kann man den irgendwie anschießen? Ja, tut sich nicht. Dann wird das wohl irgendein gescriptetes Gedöns sein. Ja, da du, kommen wir nie im Leben durch. Du springst mich nicht an. Ich kann mal das abschalten. So. Ich wüsste nur gern, wie. Dann tu mir einen Gefallen, schalte es ab. Hier wird alles mit Kurbeln abgeführt. Ah. Also erledigen wir den, der kurbelt, und sind die Speere los. Guck mal. Was haben wir jetzt mal da? Erstmal will ich den Typen erwischen. So, kurbel du mal. Jetzt hörst du auf zu kurbeln. Geht doch. Sauber. Ach komm. Überraschung. Hier gibt es keine Kurbel. Ich suche sie. Suchen? Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Stimmt. Aber was sollen wir sonst machen? Ich weiß schon, wo eine ist. Nämlich da hinten wahrscheinlich. So. Schnell durch. So. Müssen wir hier die alte nehmen wahrscheinlich, oder? Nicht? Ich werd bekloppt. Ich dachte, die muss man nehmen. Okay, habe ich wohl geirrt. So, schnell. Oh, ich bin aufgestanden, ich Depp. Ah, Scheiße. Ja, kann passieren. Kann passieren. Ich bin ja hier ein bisschen aufgestanden. Überraschung. Hier gibt es keine so, Kurbel. So, wo finde ich denn Kurbel? Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Stimmt. Wo finde ich denn eine? Was sollen wir sonst machen? Bei der Leiche? Hat hier jemand einen Kurbel? Hast du eine Kurbel? Ich weiß nicht. Irgendeiner wird doch wohl eine Kurbel. Aua, aua. Ja, Glück gehabt.
So. Erstmal weg mit euch. Ja, ja, kommt mal alle rüber. Kommt mal. Na komm. Lässt mich nicht. Find mal deine Kurbel. Meine Herren. Ich glaube, ich nehme mal die Brandgranate. So, bitteschön. Wenn es nicht anders geht. Ja, doch, einer der netten Herren hat eine Kurbel. Ich habe doch hier Scharfschützengewehr. Vielleicht reicht das Kollegen hier so ein bisschen. Ach, die sind ja gepanzert, die Deppen. Ja, schön gepanzert. Gut. Brandgranate. Bisschen zu voreilig. So. Ah, voll. Ach, da ist ja noch einer. Da sind ja noch mehrere. Ach du Scheiße, sind ja aber eine Horde von denen. Was soll ich jetzt machen? Okay, okay. So, nein, weg da. Ja, ja. Ich muss erstmal den Fatzen loswerden. Wow. Erstmal ein Schrotgewehr. So. Dreh ich mal um hier. Wow. Zack. Jetzt erstmal was ab. Super. Glatt. Ja, stirb jetzt eigentlich. Gib mir deine Punkte und tschüss. So, jetzt mal schnell die Kurbel bedienen. Gott sei Dank war Helena an der Seite. So. Oh. Nicht direkt kurbeln? Gut. Aber jetzt. Na komm. So, Helena. War's das? Super. Machen wir auf der Seite hier fertig. Helena, Helena, hinter dir, hinter dir. Ich war zu spät, sorry. Mach den nur erstmal platt. Jetzt wird das hier nichts. So, jetzt aber. Mach ich. Wie es aussieht, kommen wir endlich hier raus. Super. Los, gehen wir weiter. Ich glaube, du hast hier nichts Wichtiges gehabt, ne? Irgendwie? Nein? Gut. Ja, ich habe auch die Schnauze voll. Dann würde ich sagen, Roger. Hebel bedienen. Und durch. Ich wollte durch, nicht hinunter. Eine Falltür. Der älteste Trick der Welt. Ich werd bekloppt. Das macht mich fertig. Gut. Schön reingefallen. Willkommen im Mittelpunkt der Erde. Ohne Spaß jetzt. Wie tief ist das Ding? Das ist zu tief. Aber gut, liebe Leute. Ich würde sagen, wir setzen einen kleinen Cut. Oder machen erstmal die Brüder hier fertig. Zack. So. Jetzt mal richtig. Dann würde ich sagen, liebe Leute, kleinen Cut setzen wir und sehen uns dann in der nächsten Folge zu Resident Evil 6 auch schon wieder. Also, bis dahin.